Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Freitag, der 24. August, mein 111. Pilgertag. Ich grüße euch heute von meinem Balkon des Hotels. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich werde frühstücken gehen und danach werde ich loslaufen. Ich denke mal spätestens um 8 Uhr will ich starten. Heute meinen letzten Tag hier in Italien. Ich will bis Bari laufen. Das sind knapp 24 Kilometer. Von daher muss ich mich da jetzt nicht übermäßig beeilen und werde, denke ich mal, um 8 ungefähr loslaufen. Hier ein kurzer Blick von meinem Hotelbalkon. Und hier in den Osten in Richtung aufgehende Sonne werde ich heute laufen, in Richtung Bari, in Richtung Meer, in Richtung Albanien. So, ihr Lieben, Punktlandung 8 Uhr. Jetzt geht's los. Wie gesagt, ungefähr 23, 25 Kilometer bis nach Bari und dann bin ich in Italien an meinem Ziel angekommen. So, ich verlasse Molfetta und das hier sind die Neubaugebiet. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Ich laufe auf einer Nebenstraße, die SS16 ist eben nach rechts abgebogen, entlang des Meeres und habe hier auch einen Randstreifen, auf dem ich laufen kann. Ganz gute Bedingungen, um in 20 Kilometern dann in Bari zu sein. Ich bin hier im Zentrum von Giovinazzo, das liegt zwischen Molfetta und zwischen Bari. Das macht einen recht netten Eindruck, vor allem die Kirche da vorne ist sehr imposant. So, ich bin jetzt in Bari, ich glaube, das ist die Hauptstraße, das ist ziemlich geschäftiges Treiben hier. Hier stehen schon schöne Häuschen. Nach 20,5 Kilometern bin ich an der Adria. Da hinten ist irgendwo der Hafen für morgen, für meine Abfahrt nach Durrës, nach Albanien. Sieht auf jeden Fall ziemlich abenteuerlich aus, wo mich das Navi langführt. Hauptsache, dass da nicht so viel Glas liegt, dass ich mir nicht noch einen Platten hole auf die letzten Meter. Es riecht nach Meer, es riecht nach Tang, nach Miesmuschel, so wie ich das kenne. Und ich freue mich, dass ich hier bin und ich hoffe, dass ich hier weiterkomme. Der erste Teil ist geschafft und jetzt hoffe ich, dass ich den zweiten Teil da vorne auch noch auf die Reihe kriege. So, ich fahre mal wieder querfeldein. Zum Glück ist die Erde trocken hier und sonst hätte ich schon das nächste Mal wieder meinen Monowalker voller Schlamm. So, das war erst einmal nix. Darüber muss ich. Da drüben auf der anderen Seite muss ich irgendwo rauskommen und hier bin ich also wieder auf festem Boden und hoffe jetzt, dass ich irgendwo dann dieses Gewässer hier queren kann, um dann da drüben hinzukommen. Wenn ich Glück habe, komme ich hier hoch und kann hinter der Seitenbarke dann vorbei. Geschafft! Ich bin oben und auf der richtigen Seite. Alles ist noch dran am Monowalker und meine Knochen sind auch noch heil. So sieht das hier aus. 2 Kilometer von meinem Ziel. Mit Irrungen und Wirrungen habe ich es geschafft. Ich bin wieder an der Adria und in 650 Metern hier vorne irgendwo, da ist dann mein Hotel für heute. Um 14 Uhr erreiche ich nach 24 Kilometern das Hotel Sette Mari. Hotel 7 Meere. Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Auf jeden Fall ist es mein letztes Quartier hier in Italien während dieser Pilgerreise. Und das ist mein Hotelzimmer. Klasse. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben ein ordentliches Wi-Fi und der Hoteldirektor hat jahrelang in der Schweiz gelebt. Er spricht ein sehr gutes Deutsch und hat mir schon den Weg gezeigt, den ich morgen gehen muss, um zur Fähre zu kommen,
ungefähr eine halbe Stunde Fußweg von hier. Den Monowalker kann ich bis morgen Abend hier im Hotel lassen. Also sehr gute Bedingungen für mich, um morgen Nacht dann mit der Fähre nach Albanien zu fahren.